Hi, meine Lieben. Meine Kundin mit den Haftungsschwierigkeiten ist jetzt nach 4 Wochen oder 4,5 Wochen wiedergekommen. Ist ein sehr langer Zeitraum, aber es ging nicht früher. Besonders gut gehalten hat es nicht. Ich werde euch den ersten Teil unten in der Infobox verlinken. Wir haben jetzt mal alles abgenommen und ich werde jetzt alle Finger zuerst mal neu verlängern. Da die Kundin wieder eine Mandelform möchte, nehme ich hier auch die Mandeltipps bzw. die Stiletto-Tipps. Die habe ich von nailfunshop.de, so sehen die einmal aus. Und mit denen verlängere ich mir jetzt alle 10 Finger. Hier seht ihr das einmal, wie das aussieht. Die Nägel werden dann gekürzt, in Form gefeilt, angeraut, ein bisschen verblendet. Ja, ihr kennt das ja. So sieht dann das Endergebnis einmal aus. Ich trage hier jetzt kein Dehydrator auf. Ich werde hier jetzt wieder das Prep and Wipe und das Seal and Protect verwenden. Und ich werde jetzt ein ganz, ganz flexibles Gel verwenden. Und zwar ist das das Flash Bildergel von Magnetic. Schaut mal auf die Homepage, da steht sogar eine Beschreibung dabei. Also ist wirklich für Problemnägel geeignet, für weiche, kaputte Nägel geeignet. Das Material ist sehr flexibel und geht mit dem Naturnagel auch mit. Ich nehme hier jetzt mal das Prep and Wipe, wische mir damit alle 10 Nägel ab und dann verwende ich wieder das Seal and Protect. Das Seal and Protect ist sehr flüssig, also hier bitte nicht zu viel nehmen. Tragt es ganz sparsam auf den Naturnagel auf. Da ich es hier als Haftschicht mehr oder weniger verwenden möchte, trage ich auch nur eine Schicht auf. Also ganz sparsam auf den gesamten Nagel aufstreichen und dann hinterher 2 Minuten in der UV-Lampe aushärten lassen. Das Seal and Protect bildet eine ganz minimal leichte Inhibitionsschicht, die wird mit einer trockenen Zellette ohne Cleaner entfernt, also nur mit einer trockenen Zellette ein bisschen abwischen und dann starte ich gleich mit der Haftschicht. Dazu verwende ich das Extreme Bond von Mikosmeo, das ist ein super gutes Haftgel und das massiere ich mir dann in den Nagel rein, also in die Rillen, die ich mit der Feile geschaffen habe, massiere ich mir dann das Gel ein. Ganz, ganz dünn einmassieren, hier ist weniger wirklich mehr.
Wenn die Haftschicht dann 2 Minuten ausgehärtet ist, mache ich mit dem Flash Bildergel weiter. Die Haftschicht natürlich nicht cleanern, klar. Hier seht ihr einmal die Konsistenz. Das Flash gibt es in einer dickeren und in einer dünneren Viskosität. Ich habe hier die dickere, einfach weil ich es gern habe, wenn die Gele ein bisschen standfester sind. Gerade jetzt im Sommer ist es nicht schlecht. Das Gel läuft ja wirklich nirgendwo hin, also das bleibt wirklich da, wo ihr es euch absetzt, und es zieht sich aber trotzdem glatt. Also spätestens dann unter der Lampe hat es sich glatt gezogen. Ja, Achtung, das Gel wird etwas warm. Also die Kundin hat schon die Hand aus der Lampe nehmen müssen. Aber ich sage ja mal, es geht dann hinterher darum, dass das Gel dann hält. Wenn schon gar nichts mehr hält, ist das für uns das Wichtigste. Und sie hat ja auch sehr dünne und sehr kaputte Nägel. Da kann schnell einfach mal was warm werden. Ich gehe da so vor, dass ich mir zuerst eine dünne Kontaktschicht auftrage, dass ich am ganzen Nagel Gel habe. Hinterher nehme ich mir dann eine etwas größere Menge, setze sie über dem Stresspunkt ab und dann verteile ich sie mir dünn zu den Rändern, dünn an die Seite. Der höchste Punkt sollte in der Mitte sein. Wir arbeiten hier oldschool, und wenn ich dann mit meinem Aufbau soweit zufrieden bin, lasse ich wieder aushärten. Ich arbeite hier immer 2 und 2 Finger. Also kleiner Finger und Ringfinger, dann in die Lampe anhärten, dann die nächste Hand und halt so im Wechsel. So sieht das einmal fertig aufgetragen aus. Hier könnt ihr von der Seite dann noch den Aufbau sehen, das möchte ich euch noch zeigen. Also in der Mitte eigentlich das meiste Material und nach hinten und nach vorne zur Spitze läuft es dann einfach dünn aus. Wenn ihr gut modelliert, könnt ihr direkt mit der Farbe weitermachen. Ich habe hier gecleanert und gefeilt, und jetzt machen wir mit dem Dunkelrot weiter. Ich habe hier den Pinsel von Sommernail, das ist ein schräger French Pinsel. Das Dunkelrot ist von MSE, ich weiß leider nicht welche Nummer. Ich habe die Deckel vertauscht und ich habe keinen Dunst, was für eine Farbnummer das ist. Aber schaut einfach mal im Shop, so viele dunkle Rottöne gibt es ja nicht. Die Kundin möchte die Lackierung wieder gleich, so wie sie es das letzte Mal hatte, das Nagelmündchen einfach freilassen und dann an sich den Rest als Fullcover. Ich trage die Farbe in 2 Schichten auf, weil sie dann einfach schöner deckt. Ja, dann werden die Nägel nur noch versiegelt. Ich versiegle in einer satten Schicht mit dem Finish von Fingerspitzengefühl bei Nicole Weiss. Das ist ein Versiegler ohne Inhibitionsschicht. Ja, und dann sind die Nägel soweit eigentlich auch fertig. Genau an dieser Stelle hat meine Kundin ein Foto von mir gemacht, weil ich so geklagt habe, boah, scheiß Stativ und scheiß Kamera und alles steht im Weg und ich sehe nichts und hin und her. Und sie hat dann ein Foto gemacht. Ich werde euch das Foto jetzt hier mal einblenden, dass ihr mal seht, wie ich da so wirklich vor der Kamera hänge. Also es ist schon ein bisschen unbequem und ein bisschen umständlich. Aber ja, ich glaube, so ziemlich allen YouTubern geht es so. Es gibt ja jetzt auch mittlerweile ein neues Stativ am Tisch zum Klemmen. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Aber bisher habe ich ja meine Videos genau so abgedreht, dass ihr mal eine Vorstellung davon bekommt. So, wir sind fertig. Hier einmal versiegelt und eingeölt. Jetzt sehen sie wieder hübsch aus, nicht so katastrophal kaputt wie vorher. Ich werde mir das auf jeden Fall in 4 Wochen jetzt nochmal ansehen. Die Kundin kommt in 4 Wochen zum Refill. Mal gucken, ob es hält. Es klingt vielversprechend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!